Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zur 22. Folge. Sind wir schon bei der 22? Ich glaube ja. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Mir macht das Game und das Projekt immer noch viel, viel Spaß. Ich habe immer noch sehr, sehr viele Sachen, die ich hier erledigen muss in diesem Spiel. Und wenn es euch auch Spaß macht, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Ansonsten viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. Einige unserer Dorfbewohner haben Durst. Das sollte machbar sein. Wir haben gerade keine Eimer mehr. Sind alle Eimer weg? Ich glaube, die haben sich verbraucht, ne? Aber ich guck mal ganz schnell, was wir für Eimer brauchen, was wir da für Ressourcen brauchen dafür. Ah, zwei Bretter, ein Eimer. Okay, verstehe. Sollte machbar sein. Immer noch ein paar Bretter herstellen. Oh, der Flachs wurde schon geerntet. Ja, nice. Dann können wir den auch verarbeiten. Ja, lass mal 20 Eimer herstellen. 20 Eimer mit Wasser füllen. Und das sollte dann eine Weile reichen. Neues Level in Produktion. Sehr schön. Leveln wir auch gleich mal. Production. Kochwissen hatten wir beim letzten Mal gelevelt, ne? Kochexperte, schnelles Herstellen in der Küche. Nee, das brauche ich nicht. Aber Kochwissen können wir vielleicht nochmal leveln. Einfach, dass wir mehr Erfahrung bekommen, wenn wir kochen. Oh, 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 oh. Neues Level in Gewinnung. Schön. Top. Okay. Entschuldigung, wollte ich nicht. Hanuta. Ja, unsere Leute haben wieder was zu trinken. Übrigens, Hanuta, ich kann ja nochmal mit dir sprechen. Ich beneide die Vögel, die Freiheit, die ihnen ihre Schwingen bieten. Wie herrlich wäre es, einfach über den Himmel dem Ungewissen entgegen segeln zu können. Ja, findet sie jetzt nicht so schön. Na gut. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Du bist fürsorglich. Ich bin sicher, dass du eine tolle Mutter sein wirst. Manche sagen, dass der König Zukunft voraussagen kann. Ich mach mal, du bist eine der klügsten Menschen, die ich kenne. Plus 10. Naja, Alte ist er ja nicht. Unbedingt, ja. Soll ich einen Witz erzählen? Ich glaube, das bringt immer sehr viele Pluspunkte bei Frauen, oder? Weißt du, wie man ein Schwein nennt, das in einen Dornbusch gerannt ist? Stachelschwein. Null. Okay, ziemlich schlau, wenn auch nicht besonders lustig. Schade. Ich kann Faulheit in Menschen nicht ausstehen, dein Fleiß sollte der Ansporn für alle sein. Let's go. Plus 10. Ja, Logo. Sehr gut. Was ist der Tod? Ist er das Ende? Der Anfang? Kann es Schönheit daran geben? Sollte er Traurigkeit bringen? Oder vielleicht Erinnerungen? Mit Sicherheit können wir nur sagen, dass er unvermeidlich ist. Fandst du nicht so gut. Ach, Mist. Schade. Ich dachte, damit kriege ich sie. Aber wir haben jetzt, glaube ich, über 60% bei ihr. Zuneigung 57. Wir haben gerade ein bisschen was verloren. Aber ist okay. Ist okay. Kriegen wir noch hin. Eins mit der Erde. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken und Schaufeln. Ist doch gekauft. Kauft wie gesehen. Schön. Kann ich ja ein bisschen noch die Zeit nutzen, um mein Dorf ein bisschen schöner zu machen, hä? So, ich werde mich erstmal hinlegen. Ist ja auch schon dunkel. Ah, ist das schlechtes Wetter. Oh nein. Ekelhaft. Ekelhaft. Wie findet ihr das, Leute? Ich find's cool. Also klar ist jetzt... Also ich will so ein bisschen diesen Siedlungsbereich hier drüben einzäunen. Und da so kleine Gärten reinsetzen. Mit so Wäscheleinen und sowas alles. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und ich liebe ja diesen Bretterzaun. Der ist ja mega geil. Auch so, dass man da nicht so reingucken kann, sondern das ist einfach so... Ich finde das cool. Kommt man hier so rein, hat sein Personal Space sozusagen. Hier, das Teil muss auch unbedingt wieder verwendet werden. Also wir haben schon wieder Probleme in der Verwaltung mit irgendeinem Gebäude. Lasst mich raten. Der Grabungsschuppen und der Holzschuppen haben kein Werkzeug. Das war ja wohl klar. Okay, wir machen mal ein paar Äxte und Schaufeln. Wir haben ja Gott sei Dank sehr, sehr, sehr viele Stöcke.
So, 15 Steinäxte. Komm, damit müssen sie jetzt eine Weile reichen. Okay, Steinäxte kommen jetzt da rein. 15 Stück. Jetzt gucken wir mal nochmal, was möchte der Grabungsschuppen für ein Werkzeug? Du wolltest eine Schaufel haben, ne? Ja. I see. Okay. Haben wir noch ein paar Holzstämme? 10 Holzschaufeln. Rein damit. So, ich selber nehme auch noch ein paar Holzstämme mit. Weil ich bin ja an meinem Bretterzaun dran. Warte mal, Gesamtfertigkeit, Gewinnung 5? Was? Hat der gelevelt? Oh mein Gott, wir müssen mal in unsere Verwaltung reingucken, was die jetzt alles schon gelevelt haben. Lasst uns mal reingucken. Also der Holzfäller, Jutro Boy, hat auf jeden Fall 5 jetzt in Gewinnung. Das ist gut. Und die andere hat 4 in Gewinnung. Jäger ist aufgelevelt. Ja, geil. Ja, geilomat. Oh, wir brauchen Tierfutter. Wir müssen mal gleich ein bisschen rechnen. Was haben wir an Roggenkorn? Was haben wir an Haferkorn? Was brauchen wir, um neu auszusehen? Boah, ey, ich liebe es. Guck doch, wie es aussieht. Find's cool. Sehr, sehr schön. So, hier könnte jetzt wieder so ein Torbogen rein. Und dann geht's hier weiter mit dem Bretterzaun. Oder vielleicht ist dann hier ein kleinerer Zaun, damit die hier ein bisschen was von der Straße haben. Aber doch, ich find's cool. Okay, ich guck mir vorher erstmal kurz das Roggen und das Haferfeld an. Bevor wir jetzt hier irgendwas zu Tierfutter machen. Lachs ist okay, dass es geerntet wurde, ist schon gut. Roggen wird noch gedüngt. Da können wir auch gleich nochmal nach Dünger gucken. Das hier wurde geerntet. Das wird erst noch geerntet im Herbst. Und Hafer wurde ausgesät und wächst schon. Gut, das müssen wir uns merken. Hafer wurde ausgesät und wächst schon. Ich mache jetzt nochmal Dünger. Und dann kümmern wir uns ums Tierfutter. Erstmal ausmisten und dann neu füttern. Oh, es gibt schon wieder ein Ferkel. Es gibt schon wieder ein Ferkel. Wieder ein Männchen. Ja, okay. Können wir ja alles verkaufen. Wäre ganz gut so. Bei den Hühnern haben wir aber noch keine Nachkommen. Nee. Schade. So, Dünger ist wieder im Dings. Haferkorn. Hafer ist ausgesät gerade. Das heißt, wir können alles, was wir an Haferkorn haben, nehmen. Roggenkorn. Nehmen wir auch erstmal alles und gucken dann in die Verwaltung rein. Feld 1 Roggen. Braucht 80 Körner. Also. Nehmen wir hier 80 raus. Und lagern das ein. Jetzt haben wir alles an Haferkorn und Roggenkorn, was wir tatsächlich verwenden können. Warte mal, ich hatte noch nur Hafer so. Nicht, dass wir jetzt irgendwie noch Körner unterschlagen oder so. Ach, 2. Na, das ist jetzt nicht der Rede wert. Ach, für Tierfutter brauchen wir auch noch Stroh. Okay. Na, Stroh haben wir ja auch genug. Entschuldigung, ich habe immer noch Corona. Tierfutter, 43 Stück, okay. Guck mal, warum nur 43? Wir schauen mal. Könnte sein, wegen dem Stroh. Ja. Wegen dem Stroh. Neues Level in Landwirtschaft. Alter, heute ist die Folge des Levels. 2 Punkte sogar. Weniger Ausdauerverlust bei landwirtschaftlichen Sachen. Mache ich. Einfach um erfahrener Reiter.
Besessenheit halt des Bauerns, schneller landwirtschaftlichen Tätigkeiten für die nächsten 10 Sekunden, Effekt addiert sich einmal, nee, brauche ich nicht. Erfahrener Reiter, klingt gut, langsamer Ausdauerverlust beim Reiten. Talentierter Erntehelfer, 10% mehr Früchte von Plantagen ernten. Ja, mache ich. Geht das jetzt nur für mich oder auch für die anderen? Nehmen wir den Rest des Strohs. Haben wir gar keinen Stroh mehr. Uha. Also Tierfutter frisst Stroh. Merke ich gerade. Aber jetzt haben wir über 100 Tierfutter. Es wird ewig reichen. Oh, ich habe mich vergiftet mit abgelaufenem Fleisch. Ah, okay, aber es geht noch. Es geht langsam runter. Geht das Gift vielleicht runter, wenn ich was trinke? Nicht wirklich. So, na dann kümmern wir uns mal um den Flachs, der jetzt geerntet wurde. Dass wir da dann... Wie machen wir jetzt Flachsfasern draus? Ach so, aus Flachshalmen. Okay. Gut. Also doch dreschen. Dachte ich mir schon fast. So, wir haben Leinsamen bekommen. Die tun wir gleich mal ins Lager rein. Da können wir dann im Prinzip nächstes Jahr dann wieder neu ernten von. Und wir haben 354 Flachshalme. Und die spinnen wir jetzt zu Leinengarn. Schemata, was wir für 50 kaufen müssen. Kein Problem. 70 Leinengarn. Okay, jetzt könnten wir am Webstuhl Leinengewebe herstellen. Aus dem Leinengarn, Leinengewebe. Machen wir mal die Hälfte. Weil ich weiß, dass Leinengarn eine Ressource ist, die man braucht, und Leinengewebe eine Ressource ist, die man braucht. Also nicht immer gleich alles aus dem Zeug herstellen, sondern auch mal ein bisschen gucken, was braucht man eigentlich, ne? Okay, daraus könnten wir jetzt theoretisch sehr viel herstellen, aber ich lagere es erstmal ein. Wir haben erstmal was auf Tasche. So, dann würde ich hier mal weitermachen mit meinem Holzgestell. Aber beim Bretterzaun müssen wir auch darauf achten, wie rum, ne? Weißt du, was ich meine? Weil hier ist auf der Seite sind die Bretter und auf der anderen Seite ist die Verschalung, sag ich jetzt mal. Habt ihr schon wieder keinen Dünger? Ey, wie schnell verarbeitet ihr denn den Dünger? Okay, jetzt müsst ihr warten, jetzt kann ich gleich nicht reagieren darauf. Ja gut, die sind auch zu dritt, ne? Die arbeiten auch ziemlich schnell, wenn die zu dritt sind. Da verbrauchen die ziemlich viel Dünger. Ich würde gerne das Dorf ein bisschen ausbauen, und zwar noch ein paar Wohnhäuser hinsetzen. Also hier könnte ich theoretisch noch ein paar Wohnhäuser hinsetzen, aber ich möchte einen neuen Spot ausprobieren. Und zwar hier oben, auf der anderen Seite des Wasserfalls. Dass wir einfach hier ein paar Häuser hinsetzen, so zwischen die Bäume. Das wird super. Hier könnte ein kleines Haus hin. So. Fände ich, glaube ich, cool. Okay. Dann möchte ich mal gucken, wie groß ist das große Haus, was ich jetzt bauen kann. Ist schon ein mächtig großes Haus, ne? Vielleicht hier so hin? Haben die das überarbeitet? Also es sieht schon krass groß aus. So, und dann hier noch so ein mittleres Haus. Geil. Müssen wir natürlich, wie da drüben auch, hier so ein bisschen für Sicherheit sorgen, indem wir hier einen Zaun hinstellen. So. Nicht, dass uns hier nachher noch jemand runterfällt. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Deshalb Sicherheit geht vor. Schön einen Zaun an die Klippe. Okay. Holen wir uns mal ganz viele Baumstämme. Boah, das wird gut aussehen. Das wird so gut aussehen. Wirklich. Ohne Scheiß. So, neuer Tag, neues Glück. Und wir arbeiten weiter an der Großbaustelle. An der Klippe. Geil. So langsam nimmt es Form an da oben, ne? Also ich habe jetzt erstmal vor, glaube ich, alle Häuser aus Stein zu bauen. Weil wir halt einfach genug Stein haben. Und das einfach cool aussieht. Hat natürlich auch wettertechnische Gründe, dass da oben halt, dass hier unten so ein bisschen windgeschützt ist und hier oben mehr Wind und Unwetter und sowas kommt. Und dass wir da einfach safe sind, dass unsere Gebäude nicht kaputt gehen. Klingt das gut? Klingt das gut? Das klingt gut, glaube ich, ne? I'm hungry. Ja, ich hab diese Folge nicht so viel zu erzählen, wenn ich so viel baue, ne? Da sind sehr große Lücken beim Schneiden jetzt, die ich einfach rausschneiden muss, weil ich einfach nichts erzählt habe. Oh, ich muss was essen. Aber die Häuser da oben, die sind schon echt, echt cool. Ich mache jetzt das kleine Haus fertig und das große, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was denn noch übrig bleibt für diese Folge. Oh, es gibt auf jeden Fall Kohlsuppen zu verköstigen. Geil, einen schönen Mittelalter-Döner. Geile Kohlsuppe. Ist auch gleich die Schale kaputt gegangen beim Kohlsuppe-Essen. Ich so... Schale kaputt. So, meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen was gebaut. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber wir haben eine neue Großbaustelle auf jeden Fall. Drei neue Häuser oben auf dem, an der Klippe. Ich stehe hier übrigens gerade auf einem Hausdach. Und ich finde die da oben sehr, sehr schön. Ich finde der Zaun, den ich da gezogen habe, mega nice. Und sie haben auch einen schnelleren Weg auf die richtige Straße, die da hinten lang führt und die dann hier runter geht ins Dorf. Das heißt, die können wir auch ganz gut als Arbeitskräfte verwerten, die hier oben einziehen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht machen wir dann das da oben schon fertig. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst das Abo nicht und den Kommentar, es füttert den Algorithmus und das tut dem Kanal ganz gut. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann, ciao!